herzlich willkommen in Breilingsgarten hier in Soltau. Ich möchte euch heute einladen, in diesem schönen Park mit uns die Rhododendronblüte zu genießen. Ich bin Ulrike Zierke vom Verein Breilingsgarten und unser Vereinsziel ist es, diesen wunderschönen, historischen, denkmalgeschützten Park für euch in Ordnung zu halten, damit ihr, wenn ihr zu Besuch kommt, diese Stimmung genießen könnt. Und jetzt ist es natürlich spektakulär. Überall in der Lüneburger Heide blühen ja jetzt die Rhododendron und wir sind hier ein bisschen später dran. Also sie ist jetzt noch in voller Blüte, von daher lohnt es sich noch, sich am Sonntag auf den Weg zu machen. Es gibt natürlich nicht nur Rhododendron in diesem Park, es hat auch eine andere Vegetation. Es war damals üblich, überall von den Reisen der Welt, die man gemacht hat, Pflanzen hier herzubringen und in diesen Park zu bauen. Es gibt auch noch wunderschöne Azaleen da drüben, die sind aber jetzt schon langsam verblüht, aber bis Sonntag halten die noch. Und was hier so beeindruckend ist, ist die Größe dieser Rhododendron, weil die sind schon so alt, die sind schon über 100 Jahre alt und das findet man auch nicht überall. Und das gibt eine besondere Atmosphäre. Im Moment ist es auch so, dass viele Paare sich hier das Jawort geben, weil zum Heiraten ist das der schönste Monat mit der Rhododendronblüte. Und wir machen eine Veranstaltung am Wochenende zur Eröffnung der Saison. Wenn wir hier draußen in diesem Park Veranstaltungen machen, dann gibt es zum Beispiel Jazz-Frühschoppen, den machen wir jetzt. Es gibt auch eine historische Führung dabei durch die Parkanlage, aber es gibt Musik und Getränke und alles zum sich wohlfühlen für groß und klein. Also deshalb möchte ich euch einladen, am Sonntag hier zu einem Besuch zu kommen. Aber natürlich steht unser Park auch das ganze Jahr über geöffnet für euch zur Verfügung. Diese wunderbare Atmosphäre, diese Oase der Ruhe zu genießen, ganz in der Nähe vom Soltauer Stadtzentrum.